Die Inspiration zum Titel der Single lieferte der düstere Film Last Exit to Brooklyn, der im New Yorker Arbeitermilieu der 50er Jahre spielt. Ja, es gab ja mal einen Film, also die Zeile hat mich natürlich inspiriert, gebe ich ganz ehrlich zu, weil es klang einfach irgendwie toll, auch phonetisch einfach. Und das hat uns natürlich auch, wir wollten eigentlich auch ein schickes Video in Brooklyn drehen und so. Und naja. Da hatten wir keine Zeit. Das haben wir dann nicht gepackt, aber trotzdem ist das Video geil geworden. Im Sommer gehen Modern Talking wieder auf Tour. Genaue Daten stehen noch nicht fest. Dieter Bohlen und Thomas Anders werden auch auf einigen Open-Air-Veranstaltungen zu sehen sein. Mit neuer Live-Show. Naja, es ist jedes Jahr neu. Es ist jedes Jahr ein neues Programm. Und es sind immer neue Leute, die da sind. Es ist schon der Also man kann jetzt nicht sagen... Ups, das liegen. Tritt sich fest, danke. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das, weil wir das schon so viele Jahre machen, ist das langweilig geworden. Es ist jedes Mal wieder eine Herausforderung und jedes Mal von neuem Herzklopfen. Das ist, glaube ich, auch richtig so. Trotz voller Terminkalender und ständiger Präsenz in der Öffentlichkeit finden beide Musiker immer wieder Zeit, sich dort aufzuhalten, wo Musik gelebt wird und verkauft wird, im Plattenladen. Also wir kaufen, glaube ich, eigentlich so ziemlich jeden Tag irgendwie Platten. Also alles das, was neu rauskommt und was uns irgendwie überhaupt interessiert, das kaufen wir natürlich auch. Also ja, ich hab natürlich eine Platte, ich habe von New Angel bis zur meinetwegen neuen Rod Stewart, von Sting bis ja, alles, was rauskommt, kauft man sich, hört man an und schmeißt das eben gleich weg oder verschenkt das. Wir treffen Thomas Anders vor wenigen Stunden in München, alleine ohne seine bessere Modern-Talking-Hälfte. Auch Anders hat es überrascht. Bohlen hat fast alle Termine mit der Band abgesagt, ist abgetaucht und nicht einmal für die Plattenfirma zu erreichen. Softball Modern-Talking steht Deutschlands erfolgreichste Popband vor dem Aus. Ach ja, das ist bei uns immer. Wenn bei uns irgendjemand 5 Minuten länger auf der Toilette sitzt und nicht richtig zum Interviewtermin erscheint, trennen wir uns. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Doch auch wenn Dieter nicht mit seinem langjährigen Weggefährten Schluss gemacht hat, eins ist klar, ihm ist eine dicke Laus über die Leber gelaufen. Gibt es etwa Beziehungsstress im Hause Bohlen, wollen wir von Thomas Anders wissen? Das hat er mir nicht gesagt. Also zumindest war Estefania bei unserem letzten Gespräch noch dabei. Und also das glaube ich garantiert nicht, dass das so ist. Dieter hat sogar sein Handy abgemeldet. Auf jeden Fall eine Krise, erzählt Thomas Anders. Und das hat damit zu tun, dass er den Rummel im Moment einfach nicht verkraften kann. Er will sich einfach momentan etwas zurückziehen, weil er sagte, ich habe momentan so viel um die Ohren. Eigentlich so ein bisschen familiäre und persönliche Gründe hat das Ganze. Was genau Dieters persönliche Probleme sind, da schweigt sich sein Partner aus. Sicher ist nur, Bohlen braucht Erholung. Das wird sich garantiert wieder entspannen, sobald wir so langsam in den Sommer reingehen, die Termine einfach weniger werden. Vielleicht ist das irgendwie in 2 Wochen alles schon wieder relaxter und entspannter. Was immer Dieter Bohlen zurzeit erschüttert, Modern Talking kann es nicht erschüttern, hofft Thomas Anders. Er will abwarten, bis sich Dieter Bohlen wieder fit fühlt für die Bühne. So sagte Dieter Bohlen auf sein Erscheinen beim Formel-1-Rennen in Monaco ab. Wie klingt mich an so einem Moment aus? Mit einem Backen. Und ja, ich rede einfach, also ich stelle das ab oder versuche das abzustellen. Es geht nur leider nicht. Also irgendwie, weil ich habe jetzt seit 4 Wochen zum Beispiel mit niemandem gesprochen. Und dann ist es leider eben so, ich habe auch alle Telefone gekappt und Faxleitungen und alles, was es gibt, habe ich gekappt. Ebenfalls durch die Presse geisterten Gerüchte, dass sich Modern Talking auflösen und ihre Konzerte im Sommer nicht spielen würden. Musikerkollege Thomas Anders dementierte sofort auf seiner Website, auch die Open Airs werden stattfinden. Janina, dieses Teppichluder, erzählt irgendwelche Geschichten und man kann da kaum was gegen machen. Ich kann da nur zu sagen, ich meine, das ist alles Blödsinn, was die Leute erzählen. Ich hoffe, dass die Leute das nicht glauben, aber letztendlich, aber ich habe es aufgegeben, dagegen immer anzukämpfen und bei jeder Geschichte immer zu sagen, das war nicht so, weil mir das langsam irgendwie zu blöde ist und ich mache jetzt einfach gar nichts mehr und ich bin jetzt an so einem Punkt angelangt, dass es mir relativ egal ist. Besonders beliebt ist Bohlen in Boulevardblättern wegen seiner Frauengeschichten. So kommen fast täglich angebliche Affären ans Tageslicht. Und jeden Tag, jede Zeitung irgendeinen Müll schreibt und jeden Tag, ob das jetzt also von Exklusiv bis Brisant und TAF und wie diese ganzen Magazine heißen, dieser jeden Tag sich irgendeine Geschichte ausdenken. Also in dieser ganzen Woche war meinetwegen, meine Freundin ist schwanger, Modern Talking löst sich auf, die Tour wird abgesagt, was war noch? Also vor 20 Jahren habe ich ein Mädel produziert, die sich jetzt meldet, mit der ich angeblich eine Affäre gehabt habe und so. Also mit so einer dicken, fetten Kuh hätte ich damals nie eine Affäre gehabt. Also es ist einfach albern. Deshalb
Deshalb heißt es jetzt für Bohlen, Pause auf allen Kanälen und in allen Blättern. Mich eben hoffentlich eben in 8-9 Monate nicht sehen auf dem Bildschirm. Also ich werde auf jeden Fall gar nichts machen. Und werde mich auch bemühen, dass mich keiner sieht, keiner irgendwas erzählen wird. Aber ich glaube trotzdem, dass dann natürlich, sind immer irgendwelche Sachen oder so. Wenn ich einen Regenwurm überfahre, ist das Bohlen ist gegen alle Tiere dieser Welt. Wenn bei mir eine Tanne eingeht, bin ich gegen die Regenwälder. Und ich hoffe auch für die anderen Leute, dass jetzt irgendwie mal Ruhe einkehrt. Also, dass sie seit bis nächsten März oder nächsten April nichts von Bohlen hören brauchen. Was ist bloß mit Dieter los? Diese Frage geisterte in den letzten Tagen durch die Medienlandschaft. Der Modern Talking Star hatte sich in seiner Hamburger Villa verschanzt, alle Telefon- und Faxleitungen gekappt und war selbst für seine Plattenfirma nicht zu erreichen. Selbst Bandkollege Thomas war da ratlos. Jetzt kam heraus, der Megastar ist mega sauer. Und zwar auf die Presse. Viva erzählte er exklusiv warum. Nö, also wenn jeden Tag mal wegen ein Tag ist, also du hast nie gesungen, den nächsten Tag, am besten du hast deinen Titel nicht selber geschrieben, am dritten Tag ist, du hast die Klofrau auf dem Bahnhof vergewaltigt, dann, ich meine, das turnt irgendwie ab, ne? Eigentlich hätte alles so schön sein können. Mit Last Exit to Brooklyn, der zweiten Single-Auskopplung ihres Hit-Albums America, erobern Modern Talking zurzeit mal wieder die Charts. Doch selbst das kann Dieter zurzeit nicht freuen. Die Gerüchte um ihn werden immer wilder und das nervt. Vor 20 Jahren habe ich ein Mädel produziert, die sich jetzt meldet, mit der ich angeblich eine Affäre gehabt habe und so. Also mit so einer dicken, fetten Kuh hätte ich damals nie eine Affäre gehabt. Also es ist einfach albern. Wenn ich einen Regenwurm überfahre, ist das Bohlen ist gegen alle Tiere dieser Welt. Wenn bei mir eine Tanne eingeht, bin ich gegen die Regenwälder. Und ich hoffe auch für die anderen Leute, dass jetzt irgendwie mal Ruhe einkehrt. Doch das ist gar nicht so einfach. Ex-Freundin Nadel und Neufreundin Estefania sind schließlich in allen Zeitungen. Die Bohlen-Schlagzeilen überschlagen sich. Und das reicht Dieter jetzt endgültig. Er will Musik machen und sonst gar nichts. Jetzt wird man eben, ich kann nur für mich sprechen, also mich eben hoffentlich eben in 8-9 Monate nicht sehen auf dem Bildschirm. Also ich werde auf jeden Fall gar nichts machen und werde mich auch bemühen, dass mich keiner sieht, keiner irgendwas erzählen wird. In den 80ern hatte auch Bandkollege Thomas mit der Presse zu kämpfen. Viele Zeitungen machten sich damals über den Modern Talking Sänger lustig. Thomas zog damals die Konsequenzen und ging als Solokünstler für einige Jahre in die USA. Also damals war das schon richtig auch nervig für mich, weil das ist so ähnlich die Situation wie die, dass sie heute hat. Man kann eigentlich tun, was man will, auch mit der besten Absicht, aber es wird alles immer falsch ausgelegt. Heute ist mir das relativ wurscht. Also ich meine, es wird einfach nicht so viel über mich geschrieben und nicht so besonders viel Negatives. Aber wenn es auch so wäre, dann habe ich mir einfach ein dickes Fell angewöhnt. Dickes Fell. Dieter hätte wohl gerne auch eins, aber das ist anscheinend nicht so leicht. Ja, man hat zwar ein Fell irgendwie, aber wenn jeden Tag immer noch was draufgeladen wird, dann hält man das irgendwie mit der Zeit, irgendwie ich jedenfalls. Irgendwo ist mal so ein Level erreicht, also wenn jeden Tag was Neues kommt, dann ist mit dicker Haut auch nichts zu machen, dann kriegt man ja langsam irgendwie einen Schaden. Ja, also ich hab's überlebt. Und alle Modern Talking Fans können beruhigt sein, für ihre Fans wollen Dieter und Thomas auch weiterhin da sein. Die für den Sommer angekündigten Live-Auftritte der Kultband werden auf jeden Fall stattfinden. Wir machen jetzt im Sommer einige Open Airs. Genau. Berlin. In Berlin sind wir. Wir sind in Dresden und Rostock und Chemnitz habe ich so im Kopf. Ja. Man kann es aber unter moderntalking.com nachlesen. Da kann jeder die Tourdaten oder die Konzertdaten sich rausholen. Und auch die Gerüchte um eine Trennung von Modern Talking sind nicht wahr. Fans dürfen sich also auf weitere Songs aus dem Hause Bohlen freuen, denn da ist Dieters Potenzial schier unerschöpflich. Ich habe so ein Buch mir angelegt, seit 25 Jahren, wo ich so alle guten Zeilen, die ich sehe, auf dem Planeten reinschreibe. Und das gucke ich dann ab und zu mal durch. Na dann, wir sind gespannt, wie die Bohlen-Geschichte weitergeht. Thomas Anders und Dieter Bohlen, Modern Talking, sind unvergänglich. Wie ein altes Ehepaar haben sie einen zweiten Anlauf genommen und nach langjähriger Trennung konnten sie tatsächlich an ihre Erfolge der 80er anknüpfen. Und wieder füllen sie Konzerthallen mit Modern Talking on Tour. Rüdiger May hat versucht, dem Erfolgsgeheimnis auf die Schliche zu kommen.
Dieter Bohlen und Thomas Anders, das deutsche Popduo. Weltweit treffen die beiden genau den Ton, den die Fans immer wieder hören wollen. Egal ob in Japan oder Skandinavien. Ihre Hits haben Ohrwurm-Charakter. Jeder kennt sie, egal ob man diese Musik nun mag oder nicht. Ihr neues Album America ist bereits ihr 10. Hier das Video zum Hit Last Exit to Brooklyn. Was Bohlen anfasst, wird zu Gold. Mit 400 Gold- und Platinplatten sind die beiden vom Erfolg verwöhnt. Dieter Bohlen mit seiner Sandpapierstimme im Sopranbereich und Thomas Anders mit der eher zarten Stimme des ewigen Jünglings. Die optimale Kombination. Dieter Bohlen, der frei und selbstbewusst behauptet, er biete Frauen guten Sex und sei ein netter, intelligenter und einfühlsamer Mann, er lobt sich gern selbst, auch bei öffentlichen Anlässen, wie hier bei der Echo-Verleihung 99. Ja, ich habe es wirklich gut in meinem Leben. Ich werde immer von den erotischen Frauen angesagt oder begleitet in meinem Leben. Ja, die Frauen. Lange bleiben sie nicht bei dem Dieter oder er nicht bei ihnen. Beim Thomas ist das nur ein bisschen anders. Nora ist out, Claudia ist in. Mit Lichterregen und Standardlächeln und natürlich einem mannhaft breitbeinigen Stand vom Mikro lässt sich so manch private Pleite verkraften. Oder man kümmert sich eben mal ganz lieb um die eigene Band und fährt statt in der Limousine sogar ab und zu im Tourbus mit. Wenn wir da mal ein bisschen Langeweile haben oder so, fahren wir da auch mit. Weil da kann man sich dann unterhalten. Oder wenn es jetzt wirklich Probleme gibt in der Band, meinetwegen einer hat Durchfall oder so, und dann fährt man schon mal mit und fragt, ey, was ist da jetzt los? Kannst du das heute Abend halten oder nicht? Bisher hat Modern Talking ca. 20 Millionen Platten verkauft. Allein Bohlens Privatvermögen wird auf 250 Millionen Mark geschätzt. Nach einem Megastart 1985 gab es dann Ende der 80er die Trennung der Popbarden. Man hatte genug voneinander. Doch 1998 dann die Neuauflage der Pop-Zuckerbäcker. Dicke Keyboard-Teppiche durchzogen von Säuselchören und Schwammgitarren. Immer geht es um die Liebe oder das Liebesleid. Emotionen werden hier mit vollen Händen verabreicht. Und Sie können in Dresden mit Dabei ab 2 dabei sein. Vergessen Sie aber die Wunderkerzen nicht. Talking. Und jetzt ist Party Up mit Scheiße, nochmal. Hallo, wir sind Modern Talking. Hallo, wir sind. Hallo, wir sind Modern Talking. Party Up, Baby. Nur bei Top of the Pops und nur bei RTL.